Ja, mit dabei ist ein allerbekannter, ihr werdet damit gar nicht gerechnet haben, ich persönlich auch nicht, aber wir haben tatsächlich Manduschka. Ja, er kam aus seiner kleinen Hölle und hat sich befreit und hat sich so gedacht, so, dann schnuppere ich die Freiheit und gehe doch mal ein bisschen Urbexen. Ich bin heute mit ihm in einem alten, riesigen Bürokomplex, noch von, ehrlich gesagt, nur von alter Zeiten noch aufgebaut. Und wir suchen jetzt noch ein bisschen nach Interview, aber trotzdem, das hier ist auch ein bisschen mit Kunst verbunden. Nicht alles, was so ein Graffiti ist, allerdings auch noch was Geiles. So, wie ihr seht, ich habe neues Filmlicht. Das neue Filmlicht, ja. Nach den krassesten Abend meines Lebens, wo Filmlicht, Urbex-Hose und Taschenlampe im Arsch gewesen sind. Ich habe aufgerüstet. Film drehen. So, Amityville Horror. Da brauche ich auf jeden Fall, das hier der Folterbereich und die Leute wurden gefoltert. Und hier, wo genau die Blutrinne, hier floss das Blut entlang. Danke. Sag doch hier, Folterkeller. Hier haben wir schon Seil. Ja. Das kommt nicht von ungefähr. Das stimmt. Das kommt nicht von ungefähr. Und da gehst du in den nächsten Raum des Todes. Ich will ein Spiel spielen. Hallo. Seid ihr noch da? Gott, ich hab echt einen Meißel. Wo ist das hier jetzt? Also dafür würde ich das hier einsehen. 500 Euro Warmmiete zu zahlen. Für das gesamte Komplex. Das ist auch schon so. Da kriege ich gleich Bock. Da kriege ich ja gleich so Bock zum Basteln. Und hier noch ein Kellergang. Geil. Da genauso. Scheiße, die Wand an. Ist sie nicht hier? Ich gehe jetzt gerade auch suchen, deinen Keller. Ich glaube, du müsstest mal in die Etage höher gehen. Gut, also wir müssen hier definitiv zusammenbleiben. Hier verläuft man sich. Ich weiß, wir kommen sicher auf uns. Boah, geht, da Gimbel auf den Arm. Hey. Ein paar Monate lang nicht mal gefilmt und das merkt man. Das ist wie wenn du eine Freundin hast, nicht mal wichsen kannst. Und dann auch irgendwas reiben musst. Es geht alles auf den Arm. Ja. Alter, oh. Alter, was ist denn das hier? Siehst du, das habe ich noch nicht gesehen. Oh.
Was ist denn hier die Bühne? Ein Theater, ein Kino? Oder was? Alter. Ich habe erstmal ein Foto von Manu gemacht. Das ist sehr gut. Man sieht, es ist ein Blau. Blaustich. Das ist ein neues Profilbild. Mhm. Das ist der Kamera jetzt auch an. Cool. Du bist gerade im Bild. Ach so. Hier sieht man alles. Mein Gott. Ja, alle sind drin. Nicht. Wachstein, komm. Ja, ja, das ist mir auch ein bisschen zu sicher. Also mal, hier ist ein Rad. Ich muss irgendwie sehen, ein Kran. Oh, was ist ein Kran? Ja, gehen wir da hin. Müsst ihr theoretisch nach hier unten gehen. Ja. Wie habt ihr das gemacht? Keine Ahnung. Komm, mal. Da kommt er auch nicht mehr hier auf dieses Oberbuddhist drauf. Oh. Es muss doch in. Doch, ich glaube hier bloß im falschen Licht genommen. Warum? Sieht doch krass aus. Ich komme nicht hin. Nee, ich wollte bloß. Nee, da hoch will ich auch nicht. Ich wollte bloß mal hier auf den Podest. So. Boah, da ist jemand in der Ahnung. So, was muss immer das gewesen sein? Ich glaube, das war hier mein Minisaal. Oh. Da zu sitzen. Wo sind die Treppen? Alter Schwede. Ich habe mir aber nicht viel erwartet. Ei. Hey. Ich hab's geschafft. Wow. Krass. Also ich bin da kein Schisshase, aber das ist was anderes. Das ist echt was anderes. Das war ein echtes Ohren. Groß.
Mann. Du weißt, welche Höhen ich schon hochgeklettert bin. Ja. Ich stand auf dem Podest, mir wurde klatschwindlig. Mhm. Doch, du kommst hoch. Du kannst dich genau auf die Platte stellen. Aber ich warte nicht bloß hoch. Nee, ich will jetzt nicht da hoch. Also. Das ist schon hier ein krasses Ding. Eine richtige Schönheit. Mhm. Gut. So, dennoch würde ich dann sagen, ich verabschiede mich erstmal von der Bunker-Location vom Führer oder von der Stasi, I don't know. Und sage jetzt mal da hoch, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, und bei 10.000 Likes wird Manu ein Einwegglas aus 1930 essen. Oh, wow.